August 1944. This is it. We're gonna liberate Paris. The French 2nd Armored Division and the U.S. 4th Infantry arrive at dawn. That means we move tonight. Once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich wurde aus Berlin hierher versetzt. Seltsam. Laut Ihren Papieren sind Sie hier, um Polizeiführer Heinrich bei seinen Reisevorbereitungen zu helfen. Beeilen Sie sich, Frau Debel. Ich bin in Eile. Natürlich, mein Herr. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Remember, your contact's name is Fischer. He's wearing a gray officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck. Man hat sie heute Morgen in einer Gasse gefunden. Oder das, was von ihnen noch übrig war. Seit einer ganzen Weile der Erste, oder? Aber ich habe im vergangenen Jahr nur 5 oder 6 bekommen. Wo ist der Station? Der letzte Brief stammt, er wäre in der kriegt dann nicht so gut. Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Kennst du sie? Ich kann über Paris sagen, was man will, aber ich vermisse die Heimat. Das französische Essen nicht mehr gut. Für wen arbeitet sie? Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle. Am Empfang liegt ein Zugfahrer. Dieses Gespräch geht Sie nichts an. Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Wer ist diese Frau? Das Krankenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? Polizeiführer Heinrich. Der Wachmann in der Empfangshalle meinte, ich soll diese Treppen nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie.
Verschwinden Sie! Das geht Sie nichts an! Ist das so viel? Mais qu'est-ce que... Restez cachés. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance! Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the war room. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sicher. Vielen Dank. Danken mir sehr noch nicht. Fräulein Schneider. Now, if you will indulge me,
Perhaps we can converse in English, for as you know, I'm sure practice makes perfect. Peter, nehmen Sie das Blatt. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. It was Herr Commander Spiegel. Sehr gut, very good. One cannot be too careful these days. You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. The French deserve each other. But my God, I will miss the cuisine. Take the ortolan, that tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh or watching it thrash to death. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Rousseau! Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. Leave now. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es wird Sprengstoff aus der Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Egal! Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor! Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Französischer Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Da! You never disappoint. We've been compromised.
The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. Have to be quiet. Exposed. Thank you. I'll be here if you run into trouble. Just one more. Ausrüstung packen. Wir treffen uns umgehend mit Hauptmann.
Too risky. Ich schicke in Kürze ein Verhörteam, das sich um ihn kümmern wird. Now it's up to you and your team, Daniels. They're late. We should go now. Hey, hold your fire till they blow the gates. Get ready. All right, that's our signal. Go, fellas. Can't hold that garrison without us. Gotta hurry. Guys won't go down without us. I need more ammo, sir! Grenade out! Daniel, first aid kit ready for you!
use some help! Fly it in! Stay down! Toss it out, a grenade! Grenade! There, buddy. I'm good. Stick to cover. APC incoming. Throw down some smoke. Target's on the second story. Fire! Sergeant, give me the position! It's here, Private! Rally! Over here! Here! Garrison's almost there. It's not over yet. The Germans will mount a counterattack soon. We need to set up our defenses. Follow me. Jerry's still inside. We have to take him out. Alle bereit machen! Yeah, take this. Russo, get a smoke in there. Clear the lobby and then sweep the building. Enemy reinforcements are coming. All right, do it. Clear! Daniel, Sussman, head upstairs and secure the second floor. We'll clear out the rest down here. Defenses. Germans will be here soon. We'll see them coming from here. If they get close, use the Molotovs. The whole city's fighting back. We're almost there. They're throwing smoke down the street. Here they come. Daniels, aim for the driver. Everyone else, wait till they're in range. MGs, open fire!
Keep them off that bridge! Outstanding work, boys. Outstanding. Taking the garrison and helping to liberate Paris is something I'll never forget. Hell, I think I might have seen Pearson smile. We're gonna ride this momentum all the way to the Rhine.